Ah! Gut, dass morgen früh einer vom DRK kommt, um mir die Windel zu wechseln. Oder die Buchs. Abgeschlossen. Ein Kinderzimmer. Wieso gibt's hier auf einmal keine Lichtschalter mehr? Willst du mich verarschen? Oh, guck mal, ein kleiner Zinnsoldat. Leer. Eine noch? Oh. Guck mal, da ist das Kind und da ist der Papi und da ist bestimmt die Mami. Oder so. Nichts. Eine Babyrasse. Oder eine Kinderrasse. Naja, Baby. Ich würde sagen Babyrasse. Das sieht so verlassen aus. Ein Puppy. Alles klar. Ha, ein Lichtschalter. Ich mag Licht. Licht ist gut. Ich finde Licht toll. Ja? Nee. Hier? Nichts. So. True Story. Das Bild von Dorian Gray. Ich übersetze übrigens nur das, was ich wirklich übersetzen kann. Den Rest müsst ihr euch dann selber zusammenreimen. Ich weiß, ist scheiße und jetzt sagen sie alle Mimimi. Aber dafür ist mein Englisch dann doch ein Telefonhörer. Warum liegt er auf dem Boden? Da ist das Telefon, da ist der Hörer. Komisch. Ich habe einen Schlüssel. Und eine Notiz. Ah, Nase juckt. Entschuldigung. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich. Weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustration malen zu lassen. Auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Eher friert die Hölle zu, als dass ich das benutze. Und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar, dein alter Kumpel Liam Brickstone. Verlagshaus. Geflüstergeschichte. Alles klar. Okay, wir scheinen... Achso. Eine Geschichte oder ähnliches geschrieben zu haben. Eine Nachricht. Es tut mir leid. Ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Du hast es versprochen.
Alter. What the? Ich glaube, davon hat der Brief... Alter. Ich glaube, ich mache das gerade in der falschen Reihenfolge, ne? Nee, doch, ist richtig. Rotkäppchen. Die Geschichte kennt jeder, nur hier ist es ein wenig... Ja. Habe ich das schon mal wirklich gesehen, oder? Es kommt mir so bekannt vor. Ich kann mich auch... Aha. Hier hatte wohl jemand Durst. Huiuiuiuiui. Ein Buch. Gibt es hier noch irgendwas? Irgendwas Aufregendes? Für den kleinen Untersucher. Was? Wie? Geh mal weg, Stuhl. Ha, geht doch. Nichts. So, wir haben einen Schlüssel gefunden. Dieser Schlüssel ist bestimmt für entweder diesen Raum hier. Für den unteren Raum. Jetzt ist die Frage, will ich erst noch in den Keller gehen? Das sieht auch spooky aus. Wie der grinst, ey. Tür nicht aufgelassen? Geh erstmal noch. Was wird das auf einmal so hell? Darf ich nochmal raus und wieder rein, dass es vielleicht nochmal ein bisschen heller ist? Aha. Oder kommt das hier von der Kerze? Ha! Ein Lichtschalter. Dann machen wir es so. Da ist noch einer. Oh. Verpiss dich, du Ratte. Alter. Es war nur eine Ratte. Eieiei. Eine kaputte Sonnenbrille. Ein kaputtes Bild. Report Card. Zeugnis. Lesen 3453. Schreiben 4234. Mathematik 5453. Wissenschaft Gesundheit 3435. Sozialkunde 435. Entschuldigung. 4354. Kunst. 1121, Musik 2121, Sport vom Unterricht entschuldigt. Notendurchschnitt 4, oh, ist jetzt nicht der beste. 443. Aber hey. Nur deswegen sollte man jemanden nicht verurteilen. Boah, ist das dumm. Ist das dunkel? Da guckt mich ein Junge an. Der guckt in die Richtung. Naja, wir werden es rausfinden. Der Wasserhahn geht nicht. Nein. Eine Violine. Steht nichts drauf. Na,
natürlich eine abgeschlossene Kellertür. Jetzt gehe ich mal einen Schritt schneller. Habe ich hier noch irgendwas? Nö, ne? Habe ich da gerade Schritte gehört? Außer unsere eigenen natürlich. Nein. Da war ich schon. Dann gehe ich jetzt mal ins Büro. Na, wie wunderbar, dass die Uhrzeit fast mit meiner übereinstimmt ist. Ich kriege einen Anfall. Gut, die Tür fällt natürlich hinter uns zu und ich habe ganz böse das Gefühl, dass es jetzt erst richtig losgeht. Was zum... Alles klar. Errungenschaft freigeschaltet, Wanderer. Eine Notiz. Ich habe es so satt, dass wir uns über unsere Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Leinwände. Also es geht in dem Spiel... Oh. Eine Pfeife, ein Kreuz. Es geht in dem Spiel anscheinend um Kunst. So viel ist schon mal festzuhalten. Draußen gewittert es immer noch. Hier habe ich eine Leinwand. Und eine Notiz. Verloren. Du verdienst es. Beende es. Okay. Guck erstmal noch. Alle abgeschlossen. Dann gucke ich jetzt mal in die Truhe rein. Ah, Alkohol. Noch mehr Alkohol. Oder? Mach es richtig dieses Mal. Okay. Pinsel. Abgenutzte Pinsel. Abgebrochene Pinsel. Ist auch wieder überall diese Flaschen. Mach es dieses Mal richtig. Diese Bilder sind ja schon so ein bisschen, also ganz ehrlich, vor allem das hier, arg verstörend. Das ist ja noch okay und verträglich. Und das hier auch, das sind ja nur Skizzen, aber... Mein lieber Scholli. So, dann wollen wir mal. Was? Er hat einen Grund, warum es verhüllt ist. Erfolg freigeschaltet. Gut, das ist jetzt Kunst. Gut. Mehr. Was? Es geht los. Kein Licht. Nein, die Tür ist zu.
Ach Gott, hör auf. Danke. Mit Licht fühle ich mich immer ein wenig wohler. Ich weiß nicht warum, aber Licht ist gut. Das Bild hatten wir vorhin auch gesehen im... Ich nenne es jetzt mal Arbeitszimmer im Atelier. Alles klar. Wa? Knapp außer was? Kann ich das bitte nochmal lesen? Hallo, Spiel. Knapp außer irgendwas. Ich konnte das jetzt so schnell gar nicht lesen. Was zum Teufel? Ein Foto ist es. Fetzen von Liebe. Das war bestimmt, ich habe es jetzt ziemlich schnell eingesammelt, aber das war jetzt bestimmt unsere sich im Kreis drehen. Wurde das mit Alkohol geschrieben oder mit Blut? Wir waren... Scheiße, ich habe den einen... Den einen Raum mit dem Blut oder Wein oder was das war. Es hat aufgehört zu gewittern. Vergessen mir anzugucken. Ey, vielleicht kommen wir da ja nochmal hin. Hier gibt es nichts. Kann ich mir nicht angucken. Eine etwas ältere Lady. Ein etwas älterer Herr. Eine Notiz. Save the date. Merkt euch das Datum. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, den 9. Juni in der St. Lukas Kapelle um 14 Uhr. Schön, eine Hochzeit. Hochzeiten sind schön. Hochzeiten mag ich. Wind, pst, Ruhe. Also 485 quasi. Und ich tippe mal drauf. What? 485. Vergangenheit hält sich zurück. Sieh genau hin. Ich will das gar nicht sehen. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Alles klar, Erinnerungsfetzen. Das ist ein schöner Verlobungsring an sich, also wenn man ihn mag, also... Niemals vergessen. Oder vergiss niemals. Gut, ich wollte gerade die Tür hinter mir zumachen. Aber hier, nix. Eine Notiz. Du hast in meinem Studio herumgeschnüffelt, schon wieder zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren. Selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Es ist deine letzte Warnung. Das nächste Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Okay.
Da ist auch überall Farbe drauf. Also, ich weiß nicht. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Horrorspiele eigentlich nicht mag? So überhaupt nicht.